Wir sind die Alexei hat Probleme, die Gefangenen zu versorgen. Er irrt, wenn er auf Ravaks Gnade hofft. Seine Schützlinge taugen nur als Blutopfer. Verschwende keinen Gedanken an ihre Rettung. Ihr Fleisch ist verdorben. Also versündige dich nicht, indem du dich mit seinem Vorhaben gemein machst. Alles, was er braucht, sind ein paar Splitter. Mildtätigkeit und Nächstenliebe. Ugh, widerwärtig. Was Alexei in Anspruch nimmt, steht nur Ravak zu. Und ich kann mich nicht entsinnen, dass du deinen Zehn schon entrichtet hast. Hier, das sollte reichen. Deine Gabe wird nicht vergessen sein. Ravak segnet jene, die ihm untertan sind. Dein Stahl wird reiche Ernte halten. Aber jetzt widme dich wieder deinen Angelegenheiten. Oh Mann, die haben alle echt einzulaufen hier. Und zwar nicht zu knapp. Kein Wunder, dass Nasty sich hier wohlfühlt. So. Ja, noch. Alexei braucht Elixit, um die Versorgung der Gefangenen sicherzustellen. Bei Ravak. Ich war noch nie ein Freund davon, dass wir unsere Neuzugänge wie Kreaturen halten. Aber ich bin zu alt, um zu glauben, ich könnte etwas daran ändern. Das nicht, aber deine Splitter würden ihre Situation verbessern. Weißt du was? Du hast recht. In meinem Alter verlieren Splitter ihre Bedeutung. Sollen die Gefangenen von ihnen profitieren? Danke. Wegen der Arena. Brauchst du Hilfe? Naja, wenn du so fragst, ich könnte tatsächlich etwas Hilfe gebrauchen. Ich muss bald mit Venya sprechen, wenn keine neuen Kreaturen kommen. Und das möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Warum? Immer wenn die Arena zur Sprache kommt, artet es in Streit aus. Wir haben wohl verschiedene Ansichten darüber, was ihren Nutzen angeht. Wenn du ihr an meiner Stelle auf den Zahn fühlen willst, tu dir keinen Zwang an. So gut wie erledigt. Wenn du es tatsächlich schaffst, dass sich die Arena wieder öffnen kann, bekommst du etwas, das mehr wert ist als jeder Brocken Elixit. Ich gestatte dir, vor allen anderen in der Arena anzutreten. Na dann. Haben wir das auch fast erledigt? Alter, das Spiel, ne? Ich wollte eigentlich ein paar Quests abarbeiten, jetzt habe ich noch 20 neue gefühlt. Wo ist sie denn? Da sie. Hi. Alexei braucht regelmäßig Splitter für die Gefangenen. Warum werben er und seine Männer überhaupt noch Außenweltler ab? Hier werden sie sowieso nicht glücklich. Nicht solange es Resistente gibt. Du hilfst also nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich wollte dir nur meinen Standpunkt aufzeigen. Wenn ich ihre Situation verbessern kann, will ich das tun. Alexei kann auf meine Unterstützung zählen. Attila wartet darauf, dass du ihm neue Kreaturen lieferst. Und warum sagt er mir das nicht selbst? Immer schön die Hand aufhalten, aber keinen Finger krumm machen. Die Biester zu töten ist eine Sache. Aber lebend gefangen nehmen, etwas ganz anderes. Das kann schon mal etwas dauern. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe mehr Biester als jeder andere durch das Tor geschleift. Wir
Wenn du so gut bist, warum reparierst du dann die Käfige? Was wird das hier? Ein Verhör? Ich habe genug von der Jagd. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Versteh mich nicht falsch. Du kannst nichts für meine schlechte Laune. Während Attila nichts weiter macht, als große Reden zu schwingen, arbeite ich mir den Rücken krumm. Ist irgendetwas vorgefallen? Leichen. Eine Menge davon. Aber ich rede zu viel. Meine Lage interessiert sowieso niemanden. Falsch. Schieß los. Eigentlich ist es schnell erklärt. Unsere Abwerber fangen neue Diener Ravaks, meine Leute Kreaturen. Und genau da liegt das Problem. Menschen handeln nicht nach Instinkt. Sie sind berechenbar. Für die Biester gilt das nicht. Allein letzten Monat habe ich 3 Fänger verloren. Gute Leute. Und die Käfige halten auch nicht, was sie versprechen. Auch da reiht sich ein Vorfall an den anderen. Und was unternehmt ihr dagegen? Nichts. Die Resistenten verehren den Tod. Es ist der reinste Wahnsinn. Trotzdem wird erwartet, dass ich meine Aufgaben erfülle. Nur, wie soll ich das bewerkstelligen? Man stellt mir nicht einmal jemanden zur Seite, der meine Fänger zurückholt. Wegen der Kreaturenfänger. Ich sehe nach ihnen. Ist das dein Ernst? Ja. Du bist kein Morkon. Es wäre falsch, dich damit reinzuziehen. Das lass mal meine Sorge sein. Na schön. Ist ja nicht so, dass ich eine Wahl hätte. Aber es gefällt mir nicht, wenn ich dir allein meine Probleme aufhalse. Deswegen schlage ich vor, dass wir uns die Arbeit teilen. Such du nach Ilka und ihren Leuten. Ich übernehme die anderen. Wer sind die anderen? Blutjunge Anfänger. Gut möglich, dass sie in Schwierigkeiten stecken. Deswegen übernehme ich sie. Du wirst mit Ilkas Trupp leichtes Spiel haben. Bevor du gleich aufbrichst, gibt es noch eine Sache, die mir wichtig ist. Ilka hat von mir ein Beruhigungsmittel für die Biester bekommen. Sie wird kaum alles aufgebraucht haben. Stell sicher, dass sie mir den Rest wieder mitbringt. Also, alles verstanden? Oder ist noch irgendetwas unklar? Ilka finden und das Beruhigungsmittel mitbringen. Richtig. Ich werde auch bald aufbrechen, muss nur noch meine Arbeit hier zu Ende bringen. Danke, dass du mir hilfst. In welche Richtung hat sich Ilka aufgemacht? Sie jagt Felslibellen im Südosten von Karakis. Wenn du dorthin aufbrichst, pass nur auf, dass du nicht das Revier eines Bergtrolls betrittst. Die Begegnung würdest du bitter bereuen. Ja, okay. Alter, wir kommen nicht zu Potte, ne? Aber das müsste soweit alles sein. Dann schauen wir doch mal, dass wir Alexei, noch Bescheid sagen. Wo ist er denn jetzt? Himmlischen Gartenzwerg. Ach, hier. Macht ja Sinn. Wegen der Gefangenen. Ja? Ich konnte genügend Morkons überzeugen, für sie zu spenden. Ausgezeichnet! Glaub mir, schon bald werden aus den Gefangenen aufrechte Diener unseres Herrn werden. Und das Blut unserer Feinde wird ihm zu Ehren fließen. Besser nicht. Ich danke dir im Namen aller Abwerber. Nur gibt es nichts, womit ich dir meine Dankbarkeit ausdrücken kann. Dir muss also genügen, dass du für das Richtige eingetreten bist. Ich will einen Teil der Spende. Naja, schön, dass wir helfen konnten. Freut mich, wenn ich helfen konnte. Hast du. Im Gegensatz zu allen anderen. Kannst dir auf die Schulter klopfen. Das ist mein voller Ernst. Ja, komisch, dass es hieß, es war finster, obwohl wir
Ich sag dann, die sollen nicht hungern. Erschaffen. Da, ganz kleiner Kratzer jetzt. Bereit für den Wettkampf? Bin ich. Dann lass uns mal einen passenderen Ort als diesen hier suchen. Unterwegs kannst du mir dann auch noch ein paar Takte erzählen. Wir haben keine Eile. Okay. Nicht dein erster Gegner? Nein. Dixon war vor dir dran. Und? Gewonnen? Kann man so sagen. Gratuliere. Was hältst du von der Grotte? Hast sicher nicht erwartet, dass Menschen unter der Erde leben können, was? Ihr solltet mal durchlüften. Da ist was dran. Aber mal was anderes. Wie ist die Lage draußen? Ist dieses lila Gewürm schon abgerückt? Nein, und ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird. Schlecht. Hatte gehofft, es beruhigt sich etwas. Wenn die Resistenten weiter den Kurs bestimmen, kommen wir unter die Räder. Naja, wir sind gleich da. Falls du übrigens glaubst, du wirst leichtes Spiel mit mir haben, irrst du. Ich bin aus einem anderen Holz als Dixon. Besser, du hängst dich voll rein. Ich muss mal noch den da. Frost. Gift. Auf die 5. Trödel nicht rum! Ja, ich komme schon, ich komme schon. Wo will er denn hin, Mensch? Der Platz ist gut für ein Duell. Wenn uns einer in die Quere kommt, sei ein Pech. Ich bin bereit. Was du nicht sagst. Los, zieh deine Waffe. Was geschieht denn da? Ach so. Au. Alter. What the fuck? Schrotflinte. Na, großartig. Da hab ich schon wieder so eine Alter. Kann mal jemand einen Bewerber rufen? Was geschieht denn da? Trank? Jetzt lasst euch nicht lange, bitte. Oh. Ich kann keinen Trank saufen. Wieso kann ich keinen Trank saufen? Streck ihn nieder! Geht's bald los? Vielleicht bin ich tot. Ne, war doch nicht. Jetzt bald. Greif ihn an! Jemanden Bestatter rufen. Was ist passiert? Hey, warte. Das war vielleicht eine Lektion.
Wer so hart zuschlägt, hat es verdient, als Sieger hervorzugehen. Lass dich von Gosta auszahlen. In deinen Händen sind die Splitter besser aufgehoben als in seinen. Au. Junge, Junge, der ist ganz schön. Ja, beim nächsten müssen wir aufpassen. Also das, den nächsten Kampf lassen wir noch ein bisschen auf sich warten. Achso, wir sollten ja noch mit dem Heinz hier reden, ne? Ich habe Tengis Aufgaben erledigt. Gut. Wir haben deine Entlohnung bereits zurückgelegt. Wenn du jetzt noch Zarinas Vertrauen gewinnst, wird Khan erneut das Wort an dich richten. Gelobt sei Ravak. Ich habe Zarinas Vertrauen gewinnen können. Das spricht für dich. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sie nicht leicht zu überzeugen ist. Nimm dies als Zeichen unserer Anerkennung. Ausgezeichnete Arbeit. So. Ich will mit Khan sprechen. Lass mal sehen. Wie du mir berichtet hast, ist Tengis zufrieden mit deiner Arbeit. Das ist gut. Zarina scheint dir zu vertrauen. Das spricht für dich. Das sollte ausreichen. Geh zu Khan. Er wird seine Worte an dich richten wollen. Du hast das Vertrauen von Tengis und Zarina gewinnen können. Als Belohnung werde ich genug Worte opfern, um dir zwei deiner Fragen zu beantworten. Wähle weise. Wegen meiner zwei Fragen. Wer ist Ravak? Wer ist Ravak? Vor über 100 Jahren, als es den Namen Morkons noch nicht gab und wir uns nur die Unterirdischen nannten, kam Ravak zu uns und gab uns seine Gebote. Er lehrte uns die Regeln des Stillstandes, den Wert des Schmerzes und gab uns unseren Namen. Was meinst du damit? Keine Zwischenfrage. Wir Morkons existieren, weil wir seinen Geboten gefolgt sind. Und für diese geben wir unser Leben. Für die Herrlichkeit Ravaks. Das war die erste Frage. Hast du noch eine weitere? Ich würde auch gerne diese stellen, aber... Ja, ich habe gespeichert. Gucken wir mal. Gibt es Morkons, die nicht an Ravak glauben? Die gab es mal. Aber das sind dunkle Zeiten, an die sich heute niemand erinnern kann, der noch alt genug wäre. Es gab einst einen anderen Gott neben Ravak. Sein Name war Kriton. Aber dieser Name hat alles Göttliche verloren. Er steht für einen Konflikt, der beinahe das Ende der Morkons eingeläutet hätte. Am besten vergisst du ihn schnell wieder. So, das waren deine zwei Fragen. Allerdings bin ich noch nicht fertig mit dir. Ich habe eine Aufgabe für dich. Erledige sie zu meiner Zufriedenheit und ich werde dir eine ganz besondere Ehre zuteil werden lassen. Außerdem erlaube ich es dir, deinen Platz in den Reihen der Morkons einzunehmen. Nun aber genug der Worte. Ich werde mich nun wieder zurückziehen. Du hast den großen Khan gehört. Alles Weitere werde ich dir erklären. Khan hat von einer Aufgabe für mich gesprochen. Worum geht es? Khan sieht großes Potenzial in dir. Er hat schon lange jemanden gesucht. Vielleicht ist die Suche endlich vorbei. Aber eine Prüfung gibt es noch zu bestehen, bevor Khan dir die größte aller Ehren zukommen lassen kann. Von welcher Ehre reden wir hier? Das wirst du erfahren, wenn Khan dich tatsächlich als würdig ansieht. Wie sieht diese Prüfung aus? Khan möchte testen, ob du die Werte der Morkons auch wirklich vertrittst. Dazu sollst du Vlad bei seiner Arbeit helfen. Er wird auf dich warten. Geh zu ihm, wenn du bereit bist, aufzubrechen.
Okay. Aber nicht mehr in dieser Aufnahmesession. Wir gehen zur Bastion und ich moderiere mal ab. Uff. Ich wollte eigentlich noch Bullis Aufgabe machen, aber das können wir beim nächsten Mal tun. Da haben wir doch einiges geschafft. Und ich denke mal, da wartet noch wesentlich mehr auf uns. Meine Fresse, in Alex steckt ein Haufen Content drin. Also in Alex 2. Eins war das auch nicht anders. Aber da war es ab einem gewissen Punkt dann so, hopp, jetzt sind die Quests mal alle. Das ging dann sehr abrupt, komischerweise. Und hier haben wir noch eine Tonne. Uff, ja, mal schauen. Wenn ich noch die Zeit finde, die nächsten Tage, nehme ich gerne noch ein bisschen mehr auf. Weil das Spiel macht mir immer noch unheimlichen Spaß. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen und oder hören uns bei der nächsten Runde Alex 2, Stray, My Time at Sandrock oder was sonst noch auf dem Kanal zu finden ist. Alt wie neu, deutsch wie englisch, bleibt gesund. Bis dato, reingehauen.